Ziehen Sie sich warm an, meine Damen und Herren, denn die Energiepreise explodieren und das kommt jetzt bei den Haushalten an. Die kriegen E-Mails, so wie ich heute eine E-Mail bekommen habe, und da ist mir fast der Sack vom Wagen gefallen, was da zu lesen war. All das ist hochgradig inflationär. Und ich will Ihnen anhand dieser Mail das mal zeigen. Da hat mich, wie gesagt, mein Gasanbieter heute angeschrieben. Ja, man habe das Problem, dass man historisch beispiellose Anstiege der Beschaffungspreise an den Rohstoffmärkten habe erleben müssen und staatlich regulierte Rahmenbedingungen für die gesamte Energiebranche. Also der Staat, der macht da einen guten Teil auch davon aus. Jährlich steigende CO2-Bepreisung hat dann starken Einfluss auf den Gaspreis. Und jetzt könne man also nicht anders als diese gestiegenen Kosten an den lieben Kunden weitergehen. Und mein bisheriger Arbeitspreis war 5,77 Cent pro Kilowattstunde brutto. Und ab 01.01.2022 beträgt der Preis 13,80 Cent. Das ist mehr als das Doppelte. Das ist ein Anstieg um 139%. Das nennt man fast schon Hyperinflation, könnte man sagen, zumindest in diesem Bereich, zumal auch mein Grundpreis von 23,50 Euro brutto Monate auf 30,55 steigt, aber das ist dann eher das kleinere Ding. Also wir sehen, das sind natürlich massive Geschichten. Heute dann auch Ähnliches von meinem Stromanbieter, nicht in der Dimension, aber es zeigt, die Preise gehen auf breitester Front nach oben im Energiesektor. Und das, wie gesagt, weil Energie ein so starker Faktor ist bei Inflation, hat das dann schwere Folgen. Und jetzt hat unsere göttliche Regierung gesagt, hier Nord Stream 2, das werden wir erstmal nicht genehmigen, nämlich die deutschen Regulatoren, die Netzagentur. Man wird also jetzt fordern, dass hier eine Übertragung auf die Tochtergesellschaft stattfindet. Das sind formale Kriterien, die eigentlich nicht wirklich wichtig sind, aber es ist offenkundig ein Affront gegen Putin oder irgendwie ein Hebel gegen Putin. Offenkundig ist der russische Präsident der Engie bei ihrem Telefonat nicht irgendwie entgegengekommen in Sachen Flüchtlinge an der weißrussischen Grenze. Dementsprechend ist das anders nicht zu verstehen. Und jetzt sehen wir, dass die europäischen Gaspreise, die an den Märkten gehandelt wird, nämlich der Benchmark Contract for Gas, der ist um 16% gestiegen heute. Zuletzt gab es ja ein paar Rücksetzer, aber jetzt sind wir wieder in der Nähe der Allzeithochs. Das ist schon ein echter Knaller. Und wenn wir uns jetzt mal hier angucken, was in Malno ankommt, das ist der Ort, der dann diese Yamal-Plattform aufnimmt, nicht Plattform, sondern die Pipeline aufnimmt, wo eben das Gas durch Weißrussland, dann durch Polen nach Deutschland kommt. Hier ist ein bisschen mehr jetzt reingekommen. Nach wie vor sind wir aber weit, weit unter den Niveaus des letzten Jahres. Das heißt, wir haben weiter niedrigste Gasspeicher. Und Russland, so sagte Stefan Stabczynski, wird wohl so lange nicht mehr liefern, als eben Nord Stream 2 nicht genehmigt ist. Das bringt die Dinge auf den Punkt. Das bedeutet, dass tendenziell diese Geschichte noch weiter eskaliert. So lange Nord Stream 2 nicht genehmigt ist. Heute hat der Chef von Trafigura, das ist ein holländisches Rohstoffhandelsunternehmen, gesagt, also er fürchtet rollierende Power Outages in Europe in diesem Winter. Also serielle Stromausfälle, serielle Dinge, die da aus dem Ruder laufen, auch ein Ölpreis von 100 sei sehr wahrscheinlich, so der Trafigura-Chef. Die OPEC hat halt gesagt, ja, also so schlimm wird es nicht kommen, wir haben Angst, dass wir nächstes Jahr eine Art Überversorgung am Ölmarkt haben, aber das zentrale Thema ist jetzt vor allem der Gaspreis, der eben bei den Haushalten so ankommt, wie er bei mir heute angekommen ist. Das ist schlichtweg einfach der Hammer, und das geht ja weiter mit den Benzinpreisen. Ein Liter Super jetzt so im Durchschnitt 1,76, 1,78, was ich gesehen habe. Auch das wird noch weiter nach oben gehen am 01.01.2022 mit Anhebung wieder der CO2-Abgabe. Also lustige Zeiten voraus. Und möglicherweise hat das auch damit zu tun, oder gibt es einen Zusammenhang mit der derzeitigen Schwäche des Euro zum Dollar? Wir sind jetzt nur noch knapp über 1,13. Das ist der tiefste Stand seit Juli 2022. Wir dürften wahrscheinlich das schlechteste Jahr für den Euro in Relation zum Dollar sehen seit 6 Jahren. Und wenn wir uns mal den Economic Surprise Index angucken,
dann sehen wir, dass das möglicherweise auch mit den Konjunkturdaten zu tun hat, dass also die amerikanischen Konjunkturdaten besser sind als die europäischen Konjunkturdaten und daher eben diese Schwäche ein Stück weit logisch ist, zumal die Fed offenkundig eher agiert in Sachen Zinsanhebung irgendwann mal als die EZB. Aber gucken wir uns mal jemand an, der wirklich Probleme hat mit einer Art Hyperinflation, könnte man schon sagen. Die Inflationsraten in der Türkei sind ja so, meine ich, bei 18-19%, um und bei 16-17-18-19%. Das ist schon herb und wir sehen, dass hier die türkische Lira teilweise auf 10,40 kollabiert ist zum US-Dollar. Das ist schon ein klarer Misstrauensbeweis gegen eine Notenbank und aus Notenbanken, wenn sie scheitern, wenn sie praktisch ihre Glaubwürdigkeit verlieren, wenn ihre Schuldtitel nicht mehr wirklich gedeckt sind, weil sie nicht zurückgezahlt werden, dann entstehen solche Hyperinflationen. So hat es Ingo Sauer kürzlich sehr schön gezeigt, wie ich finde. Die Lira, wie gesagt, im freien Fall. Das ist hier nur ein kurzer Chart, wir waren bei 10,40, wie gesagt, im Tief heute. Also das wird eine schwierige Geschichte und die Türkei ist das schwächste Glied in der Kette. Das werden diejenigen sein, oder die türkische Zentralbank wird diejenigen sein, die zuerst über den Jordan geht. Am Donnerstag ja Zinsentscheid, da fürchtet man offenkundig, dass die türkische Notenbank aufgeheizt von Erdogan wieder die Zinsen senken wird. Ja, und das ist eben das Problem, das billige Geld. In der Türkei sind vor allem die Konsumenten verschuldet, weniger der Staat. Das billige Geld, das haben alle Regierungen gern. Das hat der Ludwig von Mises einmal gesagt. Sie haben alle ihre Seelen dem Teufel verschrieben, des billigen Geldes. Das ist natürlich sehr komfortabel für jede Administration, wenn man damit seine Bürger glücklich macht. Das ist sozusagen die permanente Wohlstandsillusion, die man aufrechterhält, bis es eben nicht mehr geht, bis die ganze Geschichte dann kollabiert. Kommen wir mal zu den Daten aus den USA. Heute bessere Einzelhandelsumsätze als erwartet, allerdings nominal. Wenn man da mal die Inflation mit reinrechnen würde, dann schaut das schon gar nicht mehr so gut aus. Insgesamt sehen wir aber, dass die Retail Sales über dem Trendwachstum sind seit langer Zeit, obwohl die Verbraucherstimmung Michigan Conference Board eingebrochen ist. Konsumieren also die Amerikaner auf Teufel komm raus. Und all das noch sozusagen die Spätmöglichkeiten, die man hat durch das Helikoptergeld. Walmart hat ja heute seine Zahlen vorgelegt und sagt, ja, weil die Preise steigen, kaufen jetzt mehr Amerikaner bei Walmart ein. Also man versucht sich eher günstigere Alternativen zu suchen, weil es für viele Leute sonst nicht mehr leistbar ist. Wir sehen, dass jetzt die Inflationserwartungen auf ein neues Allzeithoch gestiegen sind bei den sogenannten 5-Year Break-Even Inflation Rates, die steigen jetzt deutlich über 3%, 3,17%. Also die Inflation, die geht weiter nach oben, meine Damen und Herren. Ich muss jetzt mal einen Schritt zurück machen, gell? Sonst haut es mich fast mit meiner behaarten Stirn auf den Fußboden hier. Ein Faktor ist auch natürlich Fleisch. Tyson, dieser US-Lebensmittelkonzern, Fleischproduzent, dessen Produktion ist um 11% gefallen, übergeordnet 15% bei Beef, 18% bei Pork. Also da ist das Problem Labor Shortages, Covid-Effekte und idiotische Government Politics, also idiotische Regierungspolitik. Da sind wir in Deutschland auch gut gesegnet. Ich hatte gestern mit einem Franzosen ein Gespräch, der in der ganzen Welt rumschippert, geschäftlich, und er meinte, die Energiepolitik in Deutschland, die ist komplett fou, die ist komplett verrückt. Da hat er wirklich gelacht und meinte, also das gibt es gar nicht, wie die Deutschen sich selber ins Knie schießen. Sie werden keine andere Möglichkeit mehr haben, dann, sagt er, als eben die Atomkraftwerke zu verlängern, obwohl das eigentlich verfassungsrechtlich nicht mehr erlaubt ist. Das ist das große Problem. Aber wenn wir Kohle abschalten, das wird sowieso passieren bis 2030, aber jetzt eben 6 Atomkraftwerke abschalten, dann wird dieser Winter vielleicht ein unschöner Winter werden. However, gucken wir uns mal an, was ein Notenbanker heute in den USA gesagt hat, nämlich James Bullard, St. Louis Fed. Der hat gesagt, ja, er geht davon aus, dass die Fed jetzt in eine mehr hawkische Richtung gehen wird in den nächsten Treffen, bei den nächsten Treffen, um eben auf die Inflation zu reagieren. Und er hat heute dann versucht, etwas umständlich auszudrücken, was in einem Satz formulierbar ist. Er hat faktisch gesagt, wir könnten auch die Zinsen schon anheben, bevor wir mit dem Tapering fertig sind.
Und das ist interessant, das haben die Märkte mal kurz zur Kenntnis genommen, dann wieder abgeschüttelt, die Aktienmärkte nämlich. Aber eine interessante Aussage jedenfalls. Heute hat sich dann auch Janet Yellen geäußert, die gesagt hat, ja, also die Inflation könnte, might end oder wird enden bei Middle of 2022. Kurz vorher oder noch in 2021 hat sie gesagt, vor einigen Wochen, vor einigen Monaten hat sie noch gesagt, die Inflation wird enden. Ende 21. Bisher ist sie noch nicht geendet. Mal schauen, wann das Ende denn kommen wird. Jetzt werde ich immer wieder darauf hingewiesen, ja. Da gibt es einen Kollege in New York, Markus Koch, der zählt immer wunderschöne Beispiele auf, dass es mit den Lieferengpässen jetzt bald nicht mehr so schlimm ist. Das sind Anekdoten, da mag es Einzelfälle geben. Hier gibt es einen Real-Time-Index, der sogenannte US Supply Chain Index, der aus den Bereichen Transport, Manufacturing, Sales und Labor zusammengesetzt ist. Und wir sehen hier absolutes Allzeittief, da gibt es null Entspannung, null, nada, niente. Also das ist vielleicht eben so, dass es Einzelbeispiele gibt, aber der große Trend noch nicht umgedreht hat. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Hier mal eine Umfrage unten des IFO, wo Firmen befragt werden, wo drückt es denn am meisten? Und die Worte, die am größten geschrieben sind, wie Stahl, Kunststoff, Metall, Elektronik, die sind davon am meisten betroffen. Und kommen wir nun zu den Märkten, meine Damen und Herren. Inflation haben wir also. Die Inflationserwartungen werden an den Anleihenmärkten gespielt. Wir sehen, dass der Dollar immer weiter steigt. Euro-Dollar, wie gesagt, nur noch knapp über 1,13. Die Inflationserwartungen steigen, die Anleiherenditen steigen. Die Aktienmärkte sagen sich, who cares, das hat nichts mit uns zu tun. Man ist davon überzeugt, dass eben die Märkte weiter steigen. Und diese ultralaxe Geldpolitik, die zwingt Pensionsfonds zum Beispiel, wie Lisa Abramowitsch hier zeigt, praktisch dazu, in höher geleveragte, höher gehebelte Investments zu gehen, um irgendwie noch eine Rendite zu bekommen. Mit anderen Worten, Profi-Investoren müssen immer größere Risiken eingehen, um irgendwie noch Rendite zu bekommen. Dadurch entsteht so ein Herdentrieb, entstehen Klumpenrisiken. Und es ist die Überzeugung absoluter Konsens, dass die Equities, dass also die Aktienmärkte jetzt eine Jahresendrallye hinlegen werden und nach wie vor sehr große Übergewichtung in den USA, aber auch der DAX schlägt sich ja gut. Heute wieder ein neues Allzeithoch und wie die Dinge stehen, sieht man jetzt an Rivian, dieser Elektroautohersteller oder ein Hersteller von Lastwagen, der Elektroniklastwagen, der hat heute dann feststellen müssen oder feststellen dürfen, dass seine Marktkapitalisierung höher ist als die von Volkswagen. Das muss man sich mal vorstellen. Volkswagen verkauft Millionen von Autos. Die haben, glaube ich, 30 Autos verkauft. Okay, sie haben wahrscheinlich von Amazon, werden sie Großaufträge bekommen, weil die Anteilseigner sind. Aber man ist jetzt auch schwerer als etwa die Citigroup, die im Jahr 1812 gegründet wurde. Über 200 Millionen Kunden hat, die Custom Accounts hat, also Kundenkonten, 4600 Niederlassungen. Es ist der weltgrößte Kreditkartenausgeber. Man hat über 200.000 Mitarbeiter, 72 Milliarden in Revenue, also in Umsatz. Also man sieht, wie die Dinge hier so ein bisschen aus dem Ruder laufen. Und die gute alte Zeit, meine Damen und Herren, ich als Boomer, fast noch Boomer, da will ich darauf hinweisen, dass heute an diesem Tag 1867 der Stockticker eingeführt wurde. Interessante Geschichte, vorher hat man sich noch mit Boten die Börsenkurse geschickt. Dann gab es den Telegraph. Da hat dann eine Dame, wie Sie hier sehen, meistens eine Dame dann versucht, das hier zu entziffern und eine andere hat es dann an einer Tafel weitergegeben. Ja, das ist der Fortschritt. Ob Rivian jemals in diese Markt Kapitalisierung reinwachsen kann, ist eine andere Frage. Ich habe da meine Zweifel, so wie bei Tesla, da ist man ja auch noch nicht reingewachsen, es wird nur behauptet, sozusagen, dass die Zukunft Tesla gehört. Apropos Tesla, das hat ja dann auch immer was mit Krypto zu tun. Wir wissen, Elon Musk und seine Puscherei von irgendwelchen Kryptowährungen oder Bitcoin, dann wieder Bitcoin nicht. Jedenfalls sehen wir, dass etwa 10% der globalen Marktkapitalisierung der Kryptowährungen heute entschwunden sind. Und das erstaunlicherweise vor dem Hintergrund, dass eben die Inflationserwartungen steigen. Wir haben ein neues Allzeithoch bei diesen sogenannten 5-Year-Tips-Break-Evens, also den Inflations-
Geschützten, die also praktisch Inflation nicht berücksichtigen. Da sind die Leute bereit, deutliche Aufschläge derzeit zu bezahlen, um solche inflationsgeschützten Anleihen zu bekommen. Woran liegt das? Das also normalerweise, und das kann man sehen, etwa wenn man sich die Inflationserwartungen etwa bei den Two-Year-Forwards anschaut und das mit Ether vergleicht, dann ist das praktisch derselbe Chart. Also da könnte man sagen, ja, normalerweise profitieren die Kryptowährungen von Inflationsängsten. Das ist praktisch so der Hafen gegen übermäßig gedrucktes Fiat-Geld mit steigenden Preisen. Aber jetzt läuft das auseinander. Welcher Markt hat recht? Hat der Kryptomarkt recht, der nach unten geht? Oder haben die Inflationserwartungen recht? Interessante Frage, aber vielleicht liegt es schlichtweg bei den Kryptowährungen daran, dass viele Chinesen verkaufen müssen, so die These eines Kommentators bei Finanzmarktwelt. Dieser Crackdown der Chinesen, der trifft jetzt auch staatliche Companies und möglicherweise müssen einige Firmen oder Privatleute dort massiv Krypto verkaufen. Wir haben auf der anderen Seite dann wieder negative Nachrichten. Fitch hat Kaiser nochmal abgestuft. S&P hat China A1 abgestuft auf CCC, Outlook Negative. Kaiser ist nur noch C und auf der anderen Seite hat jetzt der Abgeordnete Chinas bei der EU gesagt, ja, also der Wunsch der Chinesen jetzt sich wieder zu vereinigen mit Taiwan, der sei also durchaus vorhanden und wachsend. Sie wissen ja, Biden und Xi Jinping haben konferiert, haben eine Videoübertragung gehabt und waren dann beste Buddies, aber das wird nur dauern bis zu den Olympischen Spielen, wenn die vorbei sind. Ist vorbei mit lustig. Abschließend, meine Damen und Herren, nochmal, wenn Sie den Zusammenhang ein bisschen näher sich anschauen wollen mit dieser Geschichte Nord Stream 2, mit der Agentur, die dann plötzlich sagt, ja, also können wir leider nicht genehmigen. Mir hat jetzt kürzlich jemand erzählt, der sehr aktiv bei diesem Nord Stream 2 Bau mitgewirkt hat an verantwortlicher Stelle, dass da überhaupt keine Genehmigungen erforderlich waren. Da gab es die Order, werdet fertig vor der deutschen Bundestagswahl. Sonst immer wahnsinnig viele Vorschriften, wahnsinnig kompliziert, Genehmigungen etc. Diesmal macht einfach, da war praktisch total unbürokratisches Handeln und jetzt macht man sich das Ganze wieder kaputt, wo man dann zum Beispiel das Risiko Weißrussland ausschließen könnte zumindest. Also das ist schon eine krasse Geschichte. Der Artikel, wie gesagt, unter dem Video, den verlinke ich Ihnen und wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao und bereiten Sie sich mit Kleidung auf einen kalten Winter vor, meine Damen und Herren. Servus.